Okay, einen Schritt nach vorne noch. Nein, nach vorne. Okay, nach rechts. Nach rechts einen Schritt. Okay, und los. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir drehen mal wieder ein ganz gestörtes Video. Ich kann es schon wieder nicht ernst nehmen. Das war die Idee einfach von Tom. Er hat einfach bei, wo hast du das bestellt? Amazon. Amazon hat ja sowas bestellt und meinte, wir drehen heute ein Video blind im Stall. Und ich bin mal gespannt, wie das sein wird, denn wenn man keine Augen hat, ist, glaube ich, alles ziemlich kompliziert und man muss sich auf irgendwelche anderen Sinne einstellen, die ich... Oder einfach auf Tom hören, wenn er sagt, warm, kalt, richtig. Ja, willst du dann auch blind reiten? Ich weiß es noch nicht. Mal sehen, wie sich dieses Video hier entwickeln wird. Ich bin gespannt und ich setze mal diese Maske auf und versuche jetzt erstmal mein Putzzeug zu holen, okay, und Gollum ein bisschen sauber zu machen. Erstmal den Test, ob du überhaupt nichts siehst. Wie, du schlägst mich jetzt oder so. Weiter. Bin ich hier schon in der Sattelkammer? Links, links, links. Noch schlimmer. Und ich dachte immer, ich kann schon blind sagen, wo meine ganzen Sachen sind. Alter Tom, das ist mein Putzkoffer, oder? Ja, sehr gut. Du siehst was hier unten durch, oder? Nein, ich sehe wirklich nichts. Ich sehe nicht. Hör auf. Okay. Du läufst schon irgendwo gegen. Ich sehe es kommen, dass ich heute noch richtig fett irgendwo gegenlaufe. Vorsicht, Wand, Wand. Hier ist die Wand. Ja. Das geht halt. Ja, jetzt geradeaus. Das Gefühl. Du läufst jetzt gerade am Markus Futterbehältern vorbei. Oh, Vorsicht! Was? Okay. Vorsicht! Das sind einfach 100 Jahre da, Mann. Ah, mein Pferd ist so schön aggro. So, Leute, jetzt mache ich erstmal meinen Putzkoffer auf. Die hier nehme ich immer als erstes. Ja, mein Metallstriegel und einmal die Glanzbürste von Löster, oder? Ja, sehr gut. Er ist so verstört, glaube ich. Noch nie so vorsichtig gebürstet. Okay, Leute, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann wird das noch Jahre dauern. Das sieht so lustig aus mit dieser Mähne. Vor allen Dingen hast du auch so ein Einhorn. Ja, sehr gut. Wo bin ich? Am Po. Oh mein Gott! Leute, noch nie sowas Kompliziertes gemacht. Noch schlimmer! Ja, jetzt. Das ist sein Po. Jetzt bist du noch die andere Seite. Rechts, rechts. Ja, da bist du jetzt bei seinem Hals. Ja, das ist sein Hals. Oh mein Gott, das geht so schlecht. Ja, da oben musst du mal eine Runde. Ich helfe dir mal. Ich nehme mal deine Hand. Ja. Sehr gut. Jetzt muss ich die Hufen auskratzen. Ja. Wo liegt das Teil? Weiter rechts. Rechts. Ja, da. Weiter rüber. Hier? Ja. Weiter, da rechts. Ja, da liegt er. Ja, da. Hä? Hast du den da hingelegt? Nein, der lag da. Dann hast du deinen Tempo. Oh mein Gott. Hier, gib mal her, den Kratzer. Er hebt den schon von selber. Er hilft mir halt toll. Was suchst du? Diese Bürste. Das ist die blaue, ne? Ja. Yes, ich kenne alle schon auswendig. Was? Du lachst mich aus. Jetzt hier. So. Das geht besser. Bein? Ja, das ist das Bein. Oh. Leute, Sonnenlicht kurz einmal. Wow. Ist gar nicht so schlecht. Jetzt mache ich sein Gesicht nochmal ohne. Wieso guckt er so nach unten?
damit ich sein Gesicht besser bürsten kann. Ich möchte jetzt nach oben gehen und mir schon erstmal meine Stiefel anziehen. Hey, oh, was Gott. Ist das denn? Hier. Okay, Tom, kommst du mit? Ja, ich bin hinter dir. Okay. Noch schlimmer. Weiter rechts, rechts. Oh. Oh. Tom, willst du mich verarschen? Weh, ich lauf gegen sowas. Pass auf. Wie sieht der Schrank aus, zu dem du hin musst? Okay. Nach da? Ja. Oh, Tom! Alter, nee! Alter, ich lauf hier aus gegen, Alter, ich drehe mich vor. Okay, mach du. Okay, jetzt als ich. Alter! Vorsicht! Hier ist der doch, oder nicht? Ja. Hier? Ja. Hä? Scheiße, und woher soll ich jetzt wissen, wo meine Stiefel sind? Dieses Video wird einfach 10 Stunden dauern. So. Oh mein Gott! Ich wollte mich ja nur festhalten! Kannst du nicht stehen, blind? Nein, irgendwie nicht. Das ist die falsche Seite. Oh mein Gott, das ist so komisch. Au. Nee. Ist da eine Dressurgerte? So eine schwarze, längere? Die ist sehr lang. Nee, das ist die Bodenarbeitgerte. So, wir gehen jetzt so runter, sonst dauert das echt zu lange mit dir. Ich komm mir einen kleinen Snack und hol jetzt meinen Sattel. Tom, bitte sag mir Bescheid, ja? Ich kann nichts sehen. Ich hab das Gefühl, du sagst mir nichts. Doch, ich würde dir schon sagen, wenn du gegen Gollum gegengriffst. Jetzt stehst du direkt vor ihm. Hi, Babe. Das krieg ich halt nicht hin. Oh, sehr gut. Noch nie was anderes in meinem Leben gemacht. Versteh's nicht. Nimm mal deine Hände weg, nimm mal deine Hände. Du hast es falsch dran gemacht. Ich mache jetzt Gamaschen dran, weil ich denke nicht, dass ich so in diesem Zustand bandagieren kann. Wo ist denn das Seil? Vor dir. Hä? Du hast das festgehalten, oder? Nein. Du bist so fies. So. Sehr gut. Ans Hinterbein war richtig, ne? Nein, das ist nicht das Hinterbein. Doch, das ist das Hinterbein. Das ist aber nicht das Hinterbein, das geht gerade durch. Oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt Gollums Trense rausfinden? Nein. Ja, das ist sie. Aber wie gut bin ich? Hier ist die mexikanische, ne? Mhm. Links. Man merkt, du warst schon oft hier und hast diesen Vorgang durchlaufen. Sehr oft schon. So. Ja, so ist auf jeden Fall sicherer. Hier kriegst du deine Gerte wieder. Ich hab mir mal eben einen Zopf gemacht und jetzt versuche ich mich gerade um zu trennen. Ich kann nichts sehen. Warte. Gollum? Wo bist du? Hier, ne? Sieht aus, als hättest du einen komischen Schal oder so an. Ein Schal mit einem Einhorn. Wer hat sowas? Ist hier der Tritt? Ja. Du musst mir jetzt bitte eben was sagen. Links, rechts, ja, darum. Ist da was drauf? Ja, da ist ein Strick drauf. Okay, ich glaube, du solltest sie besser absetzen.
Ich habe die Maske jetzt erstmal abgenommen. Safety first, Leute. Bevor ich hier gleich noch runterstürze und Gollum sich irgendwie erschreckt oder so. Oder gegen die Wand reitest. Ich glaube, es würde eigentlich gehen. Weil er läuft ja nicht gegen die Wand, so weißt du. Aber ich glaube, ich würde mich irgendwie nicht trauen. Aber dann nur im Schritt, nicht im... Ja, im Schritt würde ich mich vielleicht noch trauen. Dann können wir das ja vielleicht später mal ausprobieren. Ja, ganz am Ende. Und jetzt reite ich erstmal so ein bisschen und dann noch mit Halsring. Und dann mit Maske. Ich habe euch jetzt einfach mal ein paar Szenen von dem Training zusammengeschnitten. Als allererstes habe ich ganz normal aufgewärmt, eher so am längeren Zügel, wie man sehen kann. Und dann bin ich einfach ein bisschen getrabt, besonders auf der Hand. Lässt er nicht so gerne los und dann muss ich ihn einfach die ganze Zeit so ein bisschen vorwärts, abwärts reiten, genau. Dann habe ich hier schon mit der Galopparbeit begonnen, habe hier einen Galoppwechsel gemacht, das hat er mega gut gemacht. Und ja, die Galoppwechsel werden echt immer besser. Und dann gehe ich auch gerne mal so einen leichten Sitz. Dann bin ich hier noch öfters übers Cavaletti gekommen, habe hier noch meine Trapparbeit gemacht, habe auch schon ausgesessen, genau. Und übers Cavaletti einfach. Dann habe ich angefangen mit der Galopp-Piorette. Da üben wir jetzt schon seit Sommer dran und es klappt echt immer besser. Und wie man sehen kann, immer wenn er es gut macht, dann gehe ich einfach in einen leichten Sitz und lobe ihn. Und dann weiß er auch schon, dass er das richtig gut gemacht hat. Und dann habe ich ihn hier jetzt einfach nochmal komplett rauskauen lassen. Besonders wenn man so eine neue Aufgabe macht oder was Neueres, dann muss man da direkt danach auf jeden Fall die Entspannung machen. Wie gut hat bitte die Galopp-Pirouette geklappt? Wir üben da wirklich seit Sommer dran, einfach nur auf Spaß. Das ist ja irgendwie eine S-Dressur, wenn man das richtig irgendwie kann oder M, ich weiß nicht genau. Und das mache ich hier im Springsattel. Wow! Nein, ich hoffe, das sah auch so gut aus von unten, wie es sich von oben eigentlich angefühlt hat. Wir sind echt noch dabei, das zu üben. Also Leute, seid nicht zu kritisch mit uns. Jetzt möchte ich auf jeden Fall nochmal mit Halsring reiten. Und der sollte eigentlich schon ankommen, als wir das Video komplett in Blau gemacht haben. Und Leute, mir ist aufgefallen, ich bin heute gefühlt auch schon wieder komplett in Blau, oder nicht? Ich brauche jedes Mal das gleiche Outfit in den Videos an. Immer die Jogginghose, vor allen Dingen im Stall. Mit der schläft er auch übrigens. Das ist eine Allround-Hose. Perfekt. Und jetzt noch eine Runde mit dem Halsring. Tom hat dann ganz lieberweise die Trense abgemacht und danach konnte ich dann auch direkt mit Halsring losreiten. Und Leute, mir macht das Halsringreiten einfach immer so viel Spaß. Und irgendwie in jedem Video reite ich mit Halsring. Das kann halt auch schon wieder nicht sein. Aber meistens drehen wir die Videos halt am Samstag und dann möchte ich irgendwie was Entspanntes machen, weil ich unter der Woche gar nicht mit Halsring reite, sondern meistens immer normal mit Trense, dann longiere ich ihn noch einmal und so. Und dann möchte ich irgendwie immer am Wochenende was ganz Entspanntes machen und dann schnappe ich mir meistens immer den Halsring. Aber deshalb habe ich mich heute dann auch erstmal gezwungen, erstmal mit Trense zu reiten, damit ihr auch mal seht, wie ich so reite, genau. Aber ich finde das Halsringreiten allgemein auch eine mega gute Überprüfung, so, ob man viel mit dem Zügel macht oder eben nicht, weil ich finde, man sollte natürlich immer davon loskommen, viel mit dem Zügel zu arbeiten und sich dann eher so auf Gewichts- und natürlich auch auf Schenkelhilfen zu konzentrieren. Genau. Und das kann man sehr gut mit dem Halsring einfach überprüfen. Das ist zum Beispiel auch andere Lektionen, wie zum Beispiel, was mache ich zum Beispiel, Zirkel verkleinern oder so, dann auch so funktioniert. Natürlich klappt nicht alles so auf Anhieb, aber ich finde das echt eine sehr gute Selbstüberprüfung. Und hier zum Beispiel mache ich jetzt hier einmal Galoppwechsel und das klappt auch alles sehr, sehr gut, einfach nur mit Halsring. Ja, es macht einfach richtig viel Spaß und ich kann das jedem ans Herz legen. Ich hätte das damals auch nie gedacht, dass ich das Gollum mal so gut beibringen kann. Also ich habe das ganz vorsichtig erst mit Trense halt angefangen und dem Halsring und dann irgendwann hat das dann halt so gut geklappt und jetzt reagiert ihr einfach richtig gut da drauf. Genau, es macht richtig viel Spaß, kann ich nur sagen, aber wenn ihr versucht, sowas auch zu machen, ne, dann ganz langsam anfangen. Und ich mache das jetzt auch schon seit irgendwie 4 Jahren, glaube ich, mit dem Halsring. Also habe ich da auch schon längere Übungen drin. Willst du noch blind reiten oder nicht? Ja. Guck mal her. Ich mache hier eh nichts. Ich sitze einfach hier nur so oben drauf. Du bist nur Beifahrer? Ja. Gollum wird den Weg schon finden, hoffentlich. Machst du eigentlich auch was, wenn du auf dem Pferd sitzt und das nicht aufhast? Weil der macht ja eigentlich alles von alleine. Diese Leute. Reiten ist gar kein Sport, das wäre tricky. Ja, ist doch so, das sieht man jetzt ja mal. Du sitzt da nur und er macht alles von alleine. Das kann ich auch, aber ich werde es nicht machen. Also wer sowas sagt, der muss es dann auch selber einfach machen. Ich vertraue Gollum blind. Das ist der Beweis. Jetzt habe ich nochmal eben schnell die Sachen abgemacht und Gollum kann sich jetzt eben noch wälzen. Ich hoffe, er nimmt das auch in Anspruch. Ja, durch die Maske kann ich sehen, dass er sich wälzt. Stimmt. Nein. Oh, scheiße. Jetzt. Aber wir spielen blinde Kuh. Geht das eigentlich? Das wollte ich auch sagen.
Ich kenne das Spiel halt gar nicht. Wie geht das Spiel Blinde Wie Kuh? Wie geht Blinde Kuh? Heute spielen wir Blindes Pferd. An die Blinde Reiterin. Hier steht der Junge schon und wartet auf dich. Wow. Ich kann ihn zwar nicht sehen, aber ich weiß, wie süß er ist. Ne? Er ist verstört von dir. Was versuchst du da? Ach so. Ich möchte, dass er Angst kriegt. Wo ist er? Ist er hier gar nicht mehr? Hallo? Na? Der ist direkt vor dir mit der Schnauze. Ja, genau da. Ist er gar nicht. Da ist er doch, hab ich doch gesagt, dass er da ist. Oh mein Gott, er hat sich voll vor dem Eis. Komm her. So Angst? Wieso hast du so Angst? Stopp, das ist ein Halsring. Was ist los? Das ist echt eine Premiere. Er hat von nichts Angst und dann kommt ein Halsring. So ein Lasso werfen. Ach Mops, das ist nicht schlimm. Er hat wohl Angst vor dem Halsring. Jetzt spielt er lieber Fußball. Er hat voll Angst, das finde ich voll komisch. Vielleicht hat er mal in seiner Kindheit schlechte Erfahrungen damit gemacht. In seiner Kindheit? Er kann ja sein. Er hat keiner beim Pferd. Wie alt ist er denn? Er ist halt 10. Ja, guck. Alles ist gut, Mann. Vielleicht wurde er früher mit Holzring geritten und das mochte er nicht. Ich glaube, Hella, er wurde früher von Indianern gejagt. Mit dem Lasso. Ja, das glaube ich auch. Und seitdem hat er Angst davor. Gollum genießt das Kino. Wo sind die Popcorn? Was hast du denn vor? Willst du Wäsche machen? Wo? No. Weil du dann Wäschekorb mitgebracht hast. Nein, ich möchte so weit kommt es noch. Ne, Tom macht die Wäsche. Keine Diskussion. Du siehst überhaupt zu viel. Jetzt hole ich erstmal Valentino und ich hoffe einfach mal, dass er mir die Hand nicht abbeißt. Er hat nach seiner Hand geschnappt. Oh. Ah! Ist er runtergefallen? Ja, er ist den aber. Das will ich jetzt mal sehen. Blind das Halfter anlegen. Das geht halt noch mega. Wo ist er überhaupt? Störst du ihn beim Essen? Ah, ich habe erstmal in seinen Mund gefasst, aus Versehen. Machst du das Tor auf, bitte? Ja, ich halte es auf. Jetzt fällt wieder zu. Wo willst du hin, Hella? Ich möchte hier anbinden. Okay, warte, weiter. Weiter. Valentine macht sich richtig lustig über dich, glaube ich. Er ist richtig gechillt. Jetzt werde ich ihn erstmal putzen. Hier habe ich irgendwo die Putzkiste hingestellt, ne? Ja, genau, da. Rechts, rechts, rechts. Tom, sag! Oh! Das macht gar keinen Sinn. Tom, du Arsch! Hier! Sehr gut. Ist auch einfacher, ne, weil er so klein ist. Das machst du aber gut. Brav, Hella. Du siehst da was durch, oder? Nein. Du siehst da was durch? Du schummelst. Du hast sie gerade so angeguckt als ob, und wolltest gucken, ob da Haare dran sind. Alter, fliegen hier viele Haare rum. Wir brauchen wieder mal einen Staubsauger, glaube ich. Wir benutzen den einfach als normalen Staubsauger. Fallen die bald alle so raus? Ja, und dann kriegt ihr Sommerfell. Ist das kürzer? Ja. Toll, wie so eine Schlange, die so faltet. Wie so eine Schlange. Mach's gut. War richtig stumm. Immer ein fleißiger Zuschauer. Größter Fan von uns hier. Was machen wir jetzt? Wo ist deine... Augenmaske, du siehst ja gar nicht. Ja, das wäre ein bisschen fahrlässig hier, ne? Das stimmt. Für eine Maske. Wir haben ja heute alles blind im Stall gedreht. Wow. Ah. Na, macht Spaß? Yes. Wir sind jetzt hier wieder angekommen im Stall. Wir haben nicht so die größte Runde gemacht, aber es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht.
Mir ist einfach nur mega kalt, ja. Das Wetter wechselt einfach so dolle, das ist so schlimm. Letzte Woche so 20 Grad, diese Woche wieder minus 10 Grad. So, jetzt ist Valentine die blinde Kuh. Das geht vor allem nicht ab. Er hat ja nur noch einen Schuh an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Nur noch einen Schuh an. Wie hat sie gefallen heute? Ich hoffe, es hat euch natürlich mal wieder gefallen. Kannst du auch in die Kamera sprechen, bitte? Wo bist du denn hier, da? Hallo, hier. Okay. Ich hoffe, es hat euch natürlich mal wieder gefallen. Und ich werde mich sehr natürlich über den Daumen nach oben freuen. Wo bist du? Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich werde Valentino jetzt gleich erstmal wegbringen. Und dann, du bist weggegangen, oder? Dann stelle ich die Kutsche noch weg und dann fahre ich auch ab nach Hause. Ich bin mega müde. Du schläfst doch schon, deine Augen sind schon zu. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüssi!